Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In dieser Folge erwarten wir Nachwuchs und zwar von einem der gefährlichsten Prädatoren in unserem Zoo und zwar dem Leistenkrokodil. Ich würde sagen, wir lassen mal die Zeit spielen und schauen, was passiert. Es hat aber auch viele Kratzer. Hast du auch so viele Kratzer? Nee, du nicht. Und es wackelt sich durchs Wasser durch. Verletzt vielleicht? Was hast du jetzt vor? Legst du Eier? Bitte sei wie in echten Legen und leg Eier. Hey, was macht das? Hat der Nachwuchs? Wo denn? Oh, da, guck mal, wie süß das kleine Teil ist. Guck mal. Meistens putzig. Warum kackst du auf dich drauf? Das Viech ist ja total doof. Mei, ist es knuffig? Gib dir dieses kleine Tier. Gabelbock hat auch Nacksbuch. Wo ist es? Ich weiß schon. Da ist es. Oh, und noch eins. Zwei sogar. Was bist du? Männlich, perfekt. Oh, männlich, einen Stern. Oh Gott, wir sind gut dran. Aber Weibchen brauchen wir auch vielleicht mal irgendwann wieder, ne? Ein Stern weiblich. Schick. Ich glaube, den können wir aber eigentlich irgendwann mal schon... Ne, wir sind am unteren... Wir haben zu wenige? Was sind das? Warte mal, aktuelle Partner. Warte mal. Weiblich, männlich, weiblich. Wir müssen eigentlich noch ein Bisonweibchen holen, ne? Amerikanisches Bison. Haben wir nur ein männliches, ja toll, dann kriegen wir wieder Krieg hier drin. Dann müssen wir das andere Tier auswachsen lassen, aber das war ja... Weiblich, okay, das ist ja schon mal gut. Pop! So, nachdem wir das gesehen haben, würde ich mich gerne weiter um hier kümmern. Die Frage ist nicht eher, was setzen wir in dieses Gebiet rein? Also ich würde ja hier bis da vorne ein Bärengebiet bauen. Oder vielleicht sogar hier, so hier bis hier irgendwas rein, Wölfe vielleicht und dann hier Bären. Und da weiß ich noch nicht was rein. Bedeutet, wir müssen jetzt mal Barrieren setzen. Bin immer noch dafür, dass wir hier Barrieren eigentlich hinsetzen müssten. Wenn es auch nur einen Meter hohe sind, warte mal. So eine dünne Glasscheibe wenigstens, dass man irgendwie sich hier oben auch sicher fühlen kann. Weil ich so nicht... So. Bitte kürzer. Bitte kleiner noch. Ach komm, jetzt gibt es. Lass mich doch die Ecke machen jetzt. Sei nicht so ein Assi. Jetzt komm, mach. Lass mich machen. Was ist denn das hier schon eingestellt? Relativ zum Gelände. Fenster, Glas. Ach, ich kann da Fenster reinmachen, guck mal. Einwandspiegel kann ich auch reinbauen. Cool. Warte mal. Nee, das brauchen wir hier nicht.
So, okay. Jetzt müssen wir nicht hier die Ecke reinhauen. Warte mal. So. So. Da muss vielleicht noch die Wand ein bisschen höher. ,31 Meter sind wir da drüben. Jetzt sollte ich mal hier relativ zu mir das anzeigen, ne? 42. Wir müssen auf 42,42. Also 42. Ah, jetzt kommen schon. Ich muss noch auf eine gerade Zahl kommen, so schaut's aus. Ach, jetzt lass mich doch auf die 42 kommen, du Assi. Ist gut. Solange sozusagen da kein Bär reinkommen kann, ist ja alles gut. Ich finde es halt witzig, dass das jetzt dann. Oh, wird bald Nachwuchs haben. Uiuiuiui. Jetzt mal hier den Zaun fort. Barriere bearbeiten. Ich finde, das ist keine doofe Idee eigentlich, ne? Aber so. Aber ich kann den Zaun im Nachhinein noch anpassen, irgendwie so. Ich will von der Seite. So. Soll ich aber Barriere bearbeiten, will, dass die rund ist. Sind nicht alles gerade gestellt? Was soll denn das? Rund. So kann ich nicht arbeiten. Aber ich kann rein theoretisch hier einen Punkt hinsetzen. Warte. Noch einen Punkt so kurz davor. Oder kann ich die hier nochmal entfernen? Also einfach nur kurz hier mal so ein bisschen um. Ist auch nochmal weg. So. Da haben wir dann eine riesige Aussichtsplattform da oben. Ich finde das eigentlich voll geil. Von was auch was hermacht ein bisschen irgendwie, ne? Rein theoretisch könnte ich ja hier auch sagen, entfernen mal. Und Barriere bearbeiten. Wie auch immer jetzt so schief eingestellt bist, dich nach da drüben stellen. Und ich will das Zwischenstück ganz nah an die Brücke ran, damit wir so wenig wie möglich halt auch. Nee. Der sollte nicht dahin. So. So. Und dann von hier aus nochmal ein Wandspiegel nach da ziehen. Tafel zu kurz, okay. So. Oder was? Barriere bearbeiten. Kriegt ein Stück. So.
Weil jetzt können wir das noch so nah ranziehen, wie wir wollen. Ohne dass wir dafür Ärger eigentlich kriegen, ne? Voraussetzung, dass das noch mehr geht. So. So. Dann haben wir hier oben das... Alter, jetzt schüttet das voll! Jetzt haben wir ja schon mal den ersten Schritt zu diesem Hochpodest gemacht. Jetzt tun wir hier noch das Geländer, die malen. Und ich würde hier oben aber eine Auto malen. Ich würde das hier oben alles in Sand verwandeln, aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil ich es geil finde, aber vielleicht, weil es auch einfach witzig ausschaut, wenn hier oben Sand liegt. So. So, den Pinsel ganz klein machen. So. Rein theoretisch könnten wir hier auch ein Dach drüber bauen und so Zeugs, aber das ist ja gerade und das Unwichtigste. Wie geht's denn den verschiedenen Tieren mit ihren Gehegen? Hat sich Berglöwin und Berglöwe schon zusammengefunden? Alter, der traut sich was, geht einfach ins Gehege rein. Das ist Weibchen, oder? Ist hungrig. Da kümmert er sich jetzt hoffentlich drum. Und bringt ein paar Leckerhappen. Nicht dahin. Da brauchen wir was, Leute. Eieieiei. Und jetzt regt... Oh, warte mal. Belohnung. Erhöhe die Artenerhaltungsrate auf 2 Sterne. Belohnung. Belohnung. Alter, das ist... eigentlich alles noch so bauen, rein theoretisch. Ah, wir sollten mal... Ich vergesse die ganze Zeit, wir sollten mal vielleicht auf unsere Forschung auch schauen. Ich denke immer dran. Sascha. Rückzugsort und Klettermöglichkeiten wurde erhöht, zum Beispiel. Und es wird auch weiter erforscht. Veterinärkunde. Haben wir den Königstiger schon fertig, hups. Dann würde ich sagen, gehst du nochmal auf Galapagos-Schildkröten. Wo sind die? Die gibt's ja hier nicht mal. Hä? Gibt's hier keine Galapagos-Schildkröten? Willst du mich gerade verarschen? Ja, scheint so, ne? Dann tu mal die Nialas erforschen, würde ich sagen. Ne, Galapagos, die haben wir durchgeforscht. Holy shit. S-Tablet 0, ja super. Da oben könnten wir dann eigentlich noch ein paar Einrichtungen hinsetzen. Das könnten wir jetzt mit dem Bauen mal machen, indem wir hier oben schon mal anfangen zu bauen, die ersten Gebäude. Und die können wir doch bestimmt drehen wieder. J einmal drehen. Eigentlich hätte ich hier gerne 2 drin. Oder wir machen der Länge nach 2 und der einen Länge nach 1. Das reicht auch, ja auch vollkommen, oder? Oder wir können sagen, hier Toiletten und hier 2 Shops, oder? Ich würde sagen, Einrichtungen. Wir tun dort... Aber was sind denn die? Gästeeinrichtungen. Da haben wir eh rein theoretisch nur 4, ne? Wenn wir dann sagen, okay, warte mal, hier eine Toilette,
Hier eine Toilette. Dann haben wir hier ein Infozentrum. Daneben ein Looney Balloons. Und daneben noch ein Scheif Beef. Müssen wir nur eine Straße noch hinsetzen? Wege? Warum wollte ich denn nicht verbinden? Kein Strom, das ist mir ja noch aktuell wurscht, das können wir irgendwie regeln. Aber dass das hier nicht funktioniert, finde ich halt traurig. Vielleicht sollen wir uns einfach ein bisschen bewegen, oder? Nein. Das ganze Teil wollte ich bewegen. Wege tun wir nochmal ein bisschen abreißen. Hier, warte mal. Wege löschen. Oh. Das war falsch. Was ist, wenn wir... Stopp, Pause mal. Jetzt mal kurz Pause. Denn die Folge ist vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.